diesen Reigen an Quälereien und Bosartigkeiten kann man ja nur ertragen oder kann man nur verstehen, weil es eben Fake News sind. Und besonders trübe ist das Beispiel der CDU, Herr Haser, tut mir leid, also er fängt mit der Heiligen Familie an und das zeigt den mentalen Status, in dem die CDU heute ist. Die Heilige Familie war eben nicht nur drei, das ist die Kernfamilie, aber es waren die Hirten auf dem Felde da und die Weisen aus dem Morgenland, die können offensichtlich heute nicht mehr besuchen. Dann dieses Gejammere mit den Gestorbenen, dieses emotionale Getue, ist entweder dumm, paranoide oder boshaft, denn wer gedenkt denn der vielen, die sich das Leben nehmen aufgrund der Folgen der Corona-Verordnungen, die sich vor Züge stürzen, die nicht operiert werden und deswegen an ihrer Krebserkrankung sterben, am Herzinfarkt oder sonstigen? Pure, schiere Heuchelei, was hier geschieht. Wenn man dann unterschlägt, in der Pflege, die Alten bleiben alleine, sterben und verrecken alleine in ihrem Zimmer, weil die Angehörigen nicht kommen dürfen. Bei der Beerdigung dann dürfen auch die Angehörigen nicht mehr da sein. Alles wegen ihrer irrsinnigen Corona-Verordnung. Die Kinder werden ausgesperrt, werden gemobbt, werden ans Fenster gestellt, wenn sie keine Maske tragen können. Und dann die Hoffnung auf die Impfung. Was für ein Blödsinn wird hier eigentlich verzapft? Herr Wieler sogar sagt, wir wissen nicht, wann eine Impfung kommt, welche Nebenwirkungen sie haben wird, aber sie wird kommen. Was für eine blödsinnige, dummdreiste Aussage ist das? Ein Impfstoff braucht Jahre, um entwickelt zu werden. Und wir haben keine Ahnung, ob nicht die Zahl der onkologischen Patienten durch diese neuartige Impfung grandios nach oben steigen wird. Für mich wäre es ja von Vorteil, dann kann ich mehr behandeln. Wir haben es also zu tun mit einer arglistigen Täuschung, mit einer sadistischen Quälerei und Körperverletzung, mit Inhaftierung von Menschen aufgrund fragwürdigster Grundlage. Und zuletzt, ich hoffe, dass am Ende Herr Trump trotzdem Präsident bleiben wird und an diesem Herr Dr. Unsinn, Fischner, jetzt können Sie Luft holen, dieser teuflischen Politik ein Ende machen wird, damit wir dann endlich echte Weihnachten feiern können.